Dann wieder hoch. Ahmad, Kohlrab! Ahmad, möchtest du weiterfahren? Ahmad würde jetzt erstmal wieder nach oben in den Kontrollturm gehen. Kannst du erreichen. Die Tür wird sich oder die Treppe wird sich wieder nach unten öffnen, sodass du dann nach oben zu Piranian und Xyleste gehen kannst. Erst einmal, Peraniane, Celeste, tut mir leid, dass ich euch für Dämonen gehalten habt. Und es tut mir auch außerordentlich leid, Celeste, dass wir dich wahrscheinlich nicht aus den Fängen der Dämonen retten können. Unser nächstes Ziel wird es sein, Peraniane zu retten. Du Celeste wirst allerdings nicht gerettet werden können. Ich werde trotzdem versuchen, dein Seelenheil wiederherzustellen. Ich werde alles in meiner Macht Mögliche dafür tun. Ich weiß, die Dämonen haben dein Gehirn pervertiert, doch ich werde mich nicht weiter von dir provozieren lassen. Du kannst mich mal. Tut mir wirklich leid. Doch für den Moment müsst ihr mir noch einmal gehorchen. Und wieder packt Ahmad seine Hände auf die beiden Gesichter und brüllt erneut einen wahren Namen. Und es gehorcht ihr. Ja, Ahmad, flüstert den beiden nochmal zu. Es tut mir leid. Einmal noch. Ja, dann würde ich jetzt rausgehen und schauen, von wo diese Kanonenschüsse kommen. Ja, leicht in Richtung Süden. Ihr habt das Schiff also etwas gedreht und steht leicht abseits am Rande des Nähr, am Rande vom Nährsand, beim Strudel seid ihr wieder nach oben gekommen und viele, viele Kanonen feuern wohl auf euch. Einige treffen nicht, aber andere schlagen dann in die Haut der borkigen Arche ein. Das sind jetzt so mittlerweile, wenn du guckst, der fünfte Kanonenschuss hat wohl gerade getroffen oder der Rotzenschuss hat getroffen und ja, die schießen sich gerade auf euch ein. Dann würde ich zu Celeste rufen, Richtung Norden, Nordosten. Volle Kraft voraus. An Land? An Land? Weiß ich An nicht, ich sehe ja Land? nichts. Ich sehe nichts. Süden! Ihr Ich dachte, seid. sie schießen von Süden. Die kommen aus Süden. Nährsand liegt an einer Südküste. Ach so, das Was wusste ich nicht. schlussfolgern wir daraus? Nein, also ihr habt euch gedreht. Das heißt, euer. Okay, andersrum. Ihr seid in Richtung Süden ausgerichtet und euer Süd, also euer Heck, Süden, schießt auf euch. Also du willst einfach aufs offene Land. Das geht ja, warum Ja, nicht? okay, nee, gut. Dann war das eben das Missverständnis, was ich eben hier sagte. Gut, dann weg von der Sand. Und während Yalan mit hochrotem Kopf panisch die Magierin sucht, damit sie den wahren Namen verrät, kannst du schon bemerken, wie das Schiff wieder auf der offenen See marschiert. Irgendein Steuermann hat sich wohl bereit erklärt, diese Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht hat Ja. Jasper sogar paktiert. Dann geht's hoch in den Turm und ich hoffe, dass ich Ahmad da finde. Tue ich denn ja auch irgendwann, kommt Yala die Treppe hochgepoltert. Ahmad! Ja, da seid ihr ja. An Kohlrab habe ich den Namen gesagt. Ja. Bei allen 12 Göttern, gut. Wir müssen erst einmal hier weg wohl. Und dann müssen wir eine Kleinigkeit an der Arche vornehmen. Eine Kleinigkeit an der Arche vornehmen, was denn? Im Burg vorne ist etwas, was die Arche selbst als Krebs bezeichnet, wenn ihr sie fragt. Ein Stück Schiff, das ihr nicht verdauen kann. Das müssen wir versuchen herauszulösen. Natürlich. Da ich es aber gerne auffangen möchte, sollten wir so etwas vielleicht in Landnähe tun, damit die Seeleute es bergen können. Ahmad nickt ja dann zu. Sehr gut. Ich nehme an, einen Kurs finden hier und die Navigatoren selbst. Irgendwo an den Bergen vielleicht. Da gehen wir auch nochmal zu und das geht wieder unter Deck. Ich nehme mal die Ausgänge gehen dann noch irgendwann auf. Ja, wenn Ahmad den Befehl gibt, dann könnt ihr natürlich auch wieder nach draußen. Und frische Luft, wenn man das eben so sagen kann, ja doch hier im Norden von Nersand gibt es sowas wie frische Luft noch. Wollt ihr dann in Richtung der Widderhörner, der Walberge? Das wäre meine Intention. Ich weiß nicht, was Achmar tut.
sonst zumindest nichts. Vielleicht denkt er sich jetzt, fickt euch, wir fahren nach Rudert oder so. Alter, ab nach Jolgumak. Da wäre ich sogar dabei. Ich muss mal ganz kurz hier eine Map aufmachen. Dann kann ich was sagen. Wir befinden uns gerade bei Nersand, ja? Genau. Mhm. Kap Walstein wäre so die restliche Möglichkeit. Da ist dann keine Zivilisation mehr, da habt ihr dann genug Ruhe, da ist auch kein schwarzes oder blutiges Wasser, kein blutiges Meer. Kurz nochmal für jemanden, der nicht weiß, wo Nersand liegt, wo liegt das? Im Vornland, in der großen Bucht, ganz oben. Valusa, okay. Festum, Nersand. Ja, steht gerade nicht. Ich würde einfach die nächsten Felsengebiete anfahren, die in der Nähe vom Festland sind. Ja, kein Problem. Gut. Ja, die Eiche läuft los und ihr habt erstmal wieder genug Zeit. Ja, die Leute werden an Deck gerufen. Bronn kriegt Anweisung, dass das Zeug aufgerüttelt wird. Ja, der baut wie selbstverständlich dann wieder mit seinen Leuten auf. Die Rotzen, die Harpunale. Ja, ich hatte noch was, ich hab's nur leider vergessen. Sorry. Mach euch erst wieder anders. Die Magier? Habel mir, Eldan? Ja. Ich weiß gerade nicht, was ich genau machen soll, ehrlich gesagt. Ich würde mich einfach mal in die Kaschemberin setzen. Ich habe ja seit 3 Tagen nichts mehr gegessen, wahrscheinlich. Und hab dementsprechend Hunger. Ja, okay. Dann könnt ihr erstmal bei etwas besserer Luft etwas essen. Könnt natürlich auch draußen dann eure Nahrung zu euch nehmen. Könnt was trinken. Selbstverständlich habt ihr dann in diesen 3 Tagen auch dann gespeist. Habt dann regeneriert, so denn möglich. Wobei die Luft schlechter und schlechter wurde. Auch die Stimmung ist so ein bisschen übergekocht. Aber gerade die Veteranen konnten dann mit Ilmenblatt dagegen ansteuern. Ja, und jetzt wird man endlich wieder mit neuer Hoffnung aufs Oberdeck treten. Den Wind in den Haaren. Eldan. Oh, Männer. 3 Tage haben wir ja gut überlebt. Hat euch alle unter dem Riemen gerissen, dafür, dass wir eingesperrt waren. Ich bin stolz auf euch. Jetzt können wir wieder frische Luft atmen. Und ein Tagchen in die Asche treten. Ich komme für ganze 2 Minuten an Deck, merke, wie verdammt kalt es ist und gehe wieder rein. Ja, das ist es ohne Zweifel, gerade für dich. Ich scheuch mal Pockwurm auf. Wenn sonst gar niemand was zu tun hat. Ja, ich muss gerade was sägen. Was ist denn los? Ich konnte auch nicht in der Arche arbeiten, als es dann hier alles zu war. Pockwurm, könnt ihr... Und ihr werdet mich verrückt halten, aber hört mir zu. Könnt ihr an die Feuerengine die Achtertrutz einer Kogge anbauen? Wenn das einer kann, dann ich. Einer Kogge? Achtertrutz. Ja. Was ist das für ein Holz? Frosty, weiß ich das noch? War das Mahagoni? Nee, oder? Na, es war kein Mahagoni. Aber ich hab's dir gesagt. Es war irgendwas Dunkles. Ja, kann ich eine Klugheitsprobe schmeißen? Das darfst du. Walnuss. Ja, Walnuss müsste das sein. Richtig schön. Also, dem sagt man ja nach, dass es magisches Holz ist. Ja, werde ich schon schaffen. Gut, aber... Bevor ihr die Säge ansetzt, wartet erst. Wir müssen das Ding schließlich erst besorgen. Wo besorgt ihr denn? Schaut sich so ein bisschen um. Wir sind aber schon immer noch auf dem offenen Wasser, oder nicht? Oder haben wir einen Hafen angelaufen? Wir haben unter Umständen welches an Bord. Wir müssen es jetzt nur der Arche abtrotzen. Aha, naja, gut, dann. Säge. Er hält seine Säge wieder in die Luft. Tut, was ihr am besten könnt. Ja, und dann wird schnellstmöglich wieder hoch an Deck und erstmal die Frischluft genossen, bevor wir dann an Land ankommen. Daschek wird noch drauf angesetzt, da sollen wir herausfinden, wie viel Druck auf den Adern ist. Daschek wird feststellen, dass die Handlungspunkte weniger geworden sind. Die Adern sind nicht kleiner geworden, aber verklebt. Von innen verklebt. Dadurch gibt es weniger Fluss im Inneren dieses Rohres. Eine einfache Gleichung zur Berechnung von Oberfläche und der nimmt irgendwelche hochmathematischen Sachen wie Pi in die Hand, die Kreiszahl. Natürlich. Du kannst bis 10 zählen und bist froh, wenn er dich damit in Ruhe lässt.
Richtig, ich lasse ihn einfach arbeiten. Das wird das Beste hier sein. Okay, ich muss gerade mal schauen, wie lange das dauert. Von Nersand. Das sind 80 Meilen. Nach ungefähr 3 Stunden erreicht ihr Kap Walstein. Hier kann Ahmad dann halten. Und wenn ihr die Safranfass jetzt hinauswürgen wollt, dann brauche ich wieder 2W20 Handlungspunkte von euch. Für die langwierigen Holzformungsprozesse. Ja, yep, ich würfel. Sind 13. Dann darfst du von x unbekannten Handlungspunkten 13 abziehen. Und dann speit wirkt die Arche in einem, ja, sagen wir einfach mal, es dauert unheilige 13 Stunden. Speit und wirkt die Gezeitenspinne, die Perlenwacht, die Vordertrutz der Safranfass raus. Es quiekt noch einmal ein weiteres kleines Erdbeben, was die Arche durchläuft. Ein paar Salzstreuer fallen um und ein paar Archenkäfer fallen auf den Rücken. Sie werden nie von alleine aufstehen können. Und dann habt ihr einen neuen Raum, die Nummer 15, die euch zur Verfügung steht für komische Sachen. Und die Safranfass, zumindest die Achtertrutz, plumpst vor euch in das Wasser. Lass uns wenden. Ja, ihr steht sowieso. Mit. Ja, okay, dann. Und die mit Seilen und Haken und Ruderbooten einfangen und anziehen. In den Hangar direkt mit rein. Wenn das vom Platz her geht. Ansonsten. Okay. Das heißt, die soll jetzt angebaut werden. Ja. Yep. Damit ist die Arche, damit ist die Fee natürlich auch nicht glücklich, weil sie halt immer noch in der Nähe von der Dämonenarche ist. Ich habe ihr gesagt, ich baue sie woanders an. Ich habe mein Wort erfüllt. Ja. Hey, Moment, ganz. Warte, da kommt gerade irgendwie so ein Feenschiff raus, was jetzt an die Dämonenarche dran gebaut wird. Also, stell dir ein großes Schiff vor und wenn du die Aufbauten vom Achterdeck hast, da oben wird noch eine Achtertrutz angebaut. Das ist da, wo dann Ruder ist und Kapitän und wenn die da eben stehen und sich unterhalten und irgendwelche Pläne schmieden, also ganz hinten oben. Achso, nur der Teil steht noch. Genau, der obere Schiffsteil von einer Kogge aus einem merkwürdigen dunklen Holz, der ist jetzt gerade ausgespien. Der Rest ist schon verdaut. Und der wird jetzt nicht an die Arche angebaut, sondern an die Feuerjin. Wäre ja hinrissig, wenn wir das Ding aus der Arche rauswürgen, um es dann wieder dran zu bauen. Das habe ich nämlich nicht verstanden. Ja, jetzt weiß das ja. Ja. Na gut. Kriegt unser Schiff einen schönen Aufbau. Okay. Das freut klar was. Dann treffen wir uns nach quälend langen Stunden. Ihr habt euch alle so ein bisschen erholt, regeneriert, frische Luft geschnappt, euch was Warmes angezogen zur Offiziersbesprechung. Wie geht es weiter? Alle Offiziere versammelt. Meine Herren? Die schläft endlich, Blutschluck ist noch da. Wir haben auch die Arche hat von ihrer Struktur her wohl die Reise durch den Strudel gut überstanden. Und wir haben einmal mehr Kontrolle über das Ding. Wir werden zunächst Kunchom ansteuern müssen, um dort unsere Belohnung für das Töten der anderen Arche einzusammeln, einige neue Vorräte aufzunehmen. Von dort aus können wir unsere weiteren Schritte in Angriff nehmen. Ich plane, eine weitere Dämonenarche zu finden und sie zu vernichten. Denn wir brauchen das Geld. Vielleicht sollten wir das viel eher auf dem Weg dahin schon tun. Wenn das geht, natürlich. So viel länger wird diese Arche wahrscheinlich nicht aushalten. Ich denke, nach Kunchom laufen wir höchstens einen Tag. Ich denke nur, dass wir Kohlrab brauchen werden, um die Wurzelzeichen zu lesen. Und die hat sich ihre Pause redlich verdient. Oh, dann laufen wir einfach in Mendena. Da gibt's genug von den Viechern. Das Problem ist, dass die Perlenwacht dabei vermutlich vernichtet wird. Und wir wollen Piranjane ganz gerne vorher von ihr lösen können. Interessiert mich nicht, sie ist schwach. Schafft nicht einmal den Kampf gegen ihre Schwester. Wir wollen allerdings auch überleben, damit wir noch mehr von diesen Eichen töten können. Wer hat diese Belohnung ausgesetzt für die Archen? Diverse Handelshäuser. Störrebrand, wie hießen sie noch gleich? Ich kann mir deren Namen nie merken.
Die Dachmannis. Halt. Dachmannis und die Mordavasari, glaube ich. Hat Störrobrand nicht in Festung? Störrobrand hat viele Kontore. Unter anderem in Kontium. Ihr wart doch da und habt die... Ach nein, ihr wart es nicht. Verzeiht. Eldan, ihr wart da und habt die Belohnung angetrieben. Aber Festung ist doch viel näher als Kontium. Und wir haben noch... Die Summe wird an Kontium zur Verfügung gestellt. Weil Störrobrand ja nicht die einzigen sind, die sie auftreiben. Was sind, wenn sie in Festung noch nichts davon gehört haben? Außerdem sind wir bei Störrobrands in Festung nicht gar so gut gelitten. Oh, erzähl doch mal warum. Ragnar hat schon erzählt, wieso. Ja. Seht ihr, Rudan von Mendena war nicht der Einzige, der seine gierigen kleinen Hände an die Arche kriegen wollte. Und Arvid Störrobrand auch. Kleine fettige Händler kannst du schlagen, ja? Oh, sehr mutig. Euch habe ich doch auch geschlagen, Blutschlock. Ja, aber ich schlag keine kleinen Händler. Ich schlage höre, was ich nicht benehmen kann. Vor allem nicht in einem Tempel. Oh. Ihr habt was getan? Er verdrischt einen Händler in einem Fextempel. Oh. Habt ihr das wirklich getan, ja? Ich habe, wie es mein Recht als Adliger ist, dem Mann Respekt beigebracht. Das ist doch jetzt alles absolut unwichtig. Wir haben viel wichtigere Dinge zu besprechen. Nämlich, wo fahren wir als nächstes hin und was zerstören wir alles auf dem Weg? Kunchom und alles, was die Dämonenkrone auf der Fahne hat. Meine Herren, wenn wir die Nieren verlieren, werden wir auch weitere, wie ihr sagt, Handlungspunkte verlieren. Ich weiß nicht, wann sie endgültig sterben, vernichtet werden, aber sobald das eintritt, wird auch die Arche deutlich schwieriger zu steuern sein. Außerdem wird sie vermutlich entweder gar nicht oder deutlich schlechter kämpfen können. Deswegen sollten wir vielleicht keinen Zwischenstopp in Kunchum machen, von dort erst los. Nun gut, vergessen wir Kunchum. Außerdem müssen wir darüber reden, wo wir die Arche zerstören. Ich denke am besten vor Helmenport, oder? Dem würde ich zustimmen. Das macht am meisten Sinn. Nun gut, dann reisen wir einen Tag Richtung Süden, damit Kohlraub sich erholen kann. Und dann suchen wir nach diesen Wurzelzeichen. Schafft die Arche bis nach Helmenport? Das muss sie. Mir wäre es lieber, wenn wir es wüssten, anstatt zu erraten. Also sobald die... Keine Wahl. Sobald die Nieren vernichtet sind, verliert die Arche die Hälfte ihrer gesamten Kraft. Ich weiß nicht, wie geladen, wie vollgepumpt sie war, als wir begonnen haben, aber sollte das eintreten, könnten wir auch stranden. Wieso wollt ihr das eigentlich vor Helmfort machen? Wo wollt ihr es sonst tun? Und weil es dort eine Magierakademie gibt und wo wir nicht in der blutigen See sind. Weil es in Helmfort am einfachsten ist, unsere gesamte Ladung zu löschen. Zu löschen? Abzuladen, Ahmad. Abzuladen. Euch geht es also darum, eure Ladung zu retten. Wollt ihr das alle darum, mit dem mir geht es auch, zerstören? Mir geht es auch darum, Ahmad 280 Mann zu retten. Denn auch das geht nicht von jetzt auf gleich. Nun, diese Männer können die Arche bereits verlassen. Wenn sie vernichtet wird, muss nur jemand das Herz zerstören. Richtig, ja, und das müssen sie nun mal vorher tun. Wollt ihr es in Kunchum selbst machen? Wie nein, ich hatte vor, es in Festung zu machen. Wo Magister Kohlraab sogar zusicherte, dass dort die Wahrscheinlichkeit, Ferengiane zu retten, die höchste ist. Und wie wahrscheinlich ist es, dass sie uns in den Hafen lassen, ohne uns vorher zu vernichten? Ziemlich, wenn wir ihnen sagen, warum wir dort sind. Und sie werden uns glauben, wenn wir auf eine Dämonenarche dort antanzen. Wir haben doch noch ein anderes Schiff, oder nicht? Das noch nicht seebereit ist. Wieso ist es noch nicht seebereit? Wir sind damit bereits einmal gesegelt. Ja, wenn wir noch einmal damit segeln, meint Porkom, dass es unter Umständen ganz auseinanderfallen könnte. Nun, da sollten wir Porkum fragen, wie weit er mit den Vorbereitungen ist. Er hatte inzwischen doch bestimmt einige Zeit, weitere Vorbereitungen für eine weitere Seefahrt vorzubereiten. Und außerdem habt ihr dem Markgrafen ein Versprechen gegeben. Ja, durchaus. Jetzt geht es nur um euren eigenen Gewinn. Das kotzt mich an. Wir müssen auf jeden Fall nochmal bei Festum vorbei. Und so wie die Arche momentan sich verhält, schätze ich, dass wir die Reise nach Festung vielleicht noch schaffen, aber ob wir überhaupt noch weiterkommen, weiß ich nicht. Ich konnte nicht herausfinden, wann die Nieren endgültig versagen.
Die Frage ist, ob wir überhaupt noch fest umkommen können. Wahrscheinlich jetzt, da wir in Nersand gesichtet wurden, wird die gesamte bornländische Flotte hinter uns her sein. Und die werden nicht mit sich reden lassen. Sie werden uns erst angreifen und dann mit uns reden, wenn wir im Wasser schwimmen, wenn wir noch Glück haben. Wir sollten lieber versuchen, diesen Yasafar zu finden. Wie wollt ihr den Mann denn finden? Wir fragen in seiner alten Akademie nach. Wenn der nicht kennt, fragen wir einen anderen. Irgendwo wird er schon sein. Der Mann ist eine Legende, ja. Aber der Mann ist doch verschollen, seit Jahren. Er hat uns einen Brief geschrieben. Er will also gefunden werden. Einen magischen Brief, meine, den wir ja nicht zurückverfolgen können. Er könnte überall sein. Und wie wir schon gesagt haben, jeder Tag ist hier mehr als wertvoll. Ich weiß nicht, ob wir so lange... Wir können natürlich so lange warten, aber... Ich nehme nicht an, dass die AI sich dann überhaupt noch bewegen kann. Geschweige denn, wir Piranianer retten können. Ich nehme an, wenn die Nieren aufhören zu funktionieren, wird die restliche Arche nach und nach die Funktion einstellen. Wie lange ist nach und nach? Mir unbekannt, das konnte ich auch nicht herausfinden. Ich schätze, dass die Arche, naja, so wie, obwohl, da war ich nicht dabei. Wo ist dieser Nieren-Experte? Der wird wahrscheinlich am ehesten wissen, wie lange diese Arche es noch machen wird. Eldan, hast du Anatomie? Anatomie, oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, nein. Dann würde ich an die anderen, an quasi alle anderen geweiht, Wissenscharaktere, würde ich auch Anatomie erlauben, wenn ihr was habt. Nein. Also wenn ihr sowas wie 7 habt, dann dürft ihr mal würfeln. Nicht wahren. Wir müssten... Also unsere götterheilige Pflicht ist, glaube ich, die Rettung von Piranianer jetzt als unser höchstes Gut anzusehen. Sie ist eine Geweihte und wir dürfen ihre Seele nicht verlieren. Außerdem bezweifle ich, dass diese Arche, wenn überhaupt, mit einer anderen Arche mithalten kann. Ich nehme an, bis wir die andere Arche erreicht haben, werden uns spätestens die Waffen, die diese Arche besitzt, verlassen haben. Glückflug. Also, könnt ihr bitte Porkum holen? Und bringt Dorschak gleich mit. Sehe ich aus wie ein Laufbursche. Ihr habt die anderen Leute geholt, aber wenn ihr sie nicht holen wollt, gehe ich. Weil ich ihn holen wollte. Na dann. Ja, auch mal steht auf und geht. Es gibt durchaus auch noch andere Ziele als Eichen. Es gibt genug normale Schiffe, die unter dem Einfluss der Feinde stehen. Glückschlag, was denkt ihr, was wir tun sollten? Mendena einlaufen, Xeran umbringen, nach Wahrung vordringen, Rassasor umbringen und dann irgendwann nach Yul'Gurmak. Guter Plan. Was denkt ihr, was wir tun sollten, was jetzt gerade mit unserer derzeitigen Kraft zu schaffen ist? Wir werden schwächer, ja. Und ein Spiel auf Zeit bringt uns auch nichts, solange wir keine neue Niere haben. Und wir können keine neue Niere beschaffen. Wenn wir keine neue Niere beschaffen können, dann sollten wir sie jetzt mit voller Kraft gegen den Feind steuern. Und der Feind ist, so wie ich das sehe, Mendena. Wie stark ist Mendena verteidigt? Sehr stark. Mendena war das erste Ziel. Das zweite, wenn man Rulat nicht mitzählt. Was getroffen wurde damals. Und Xeran sitzt da. Der Bucklige. Mit seinen Piraten. Wäre ein reines Alvarons-Kommando. Dort würden wir auf jeden Fall eine Arche zum Töten finden. Ja, wie viele Schiffe verfügt er? Wer zu sagen? 2 Dutzend? 3? Vielleicht mehr? Ich würde viel eher vor dem Angriff seine Flotte kürzen. Doch vielleicht macht es mehr Sinn, ein Ziel in Maraskan anzugreifen. Jagan vielleicht. Oder Boran. Wir wissen, dass die Borans Dornhof da liegt. Bei den Hafen anzugreifen wäre natürlich auch kein Zuckerschlecken.
Meine Herren, wir dürfen und können nicht außer Acht lassen, dass wir Piranianer retten müssen. Das ist keine Option. Das ist nicht etwas, was wir nach hinten verschieben können, um weitere Archen zu jagen. Wir müssen dennoch müsst ihr auch bedenken, dass Piranianer eine Person ist. Und mit dieser Arche haben wir die Gelegenheit, Hunderte, vielleicht sogar mehr Leute zu retten, gleichzeitig. Und diese Möglichkeit dürfen wir nicht einfach in den Wind schieben. Jede andere Arche, die vernichtet wird, gibt Orten wie Beilung und Feste, um mehr Luft zum Atmen und mehr Zeit. Ahmad kommt nach ungefähr 2 Minuten wieder, zusammen mit dem Handwerker Porkwurm, den er holen wollte. Und den anderen da, Doschek. Und Doschek, dem Mathematiker, zusammen mit einem Brief, der wohl vor einigen Augenblicken erst eingetroffen ist. Und da man die Offiziere nicht stören wollte und nur Ahmad gesehen hatte, der hier oben rumlief, hat man Ahmad diesen Brief in die Hände gedrückt. Habt ihr irgendwelche neuen Erkenntnisse gehabt, seitdem ich weg war? Soll ich irgendwas sehen? Noch nicht. Frau Korn. Ahmad, was habt ihr denn da? Mein Zettel. Es handelt sich wohl um die Charybdorot-Splitter. Ich kann den Brief mal kurz vorlesen. Ihr, Bezwinger der blutigen See, die Zeit zu handeln ist gekommen. Euch ist es bestimmt, Zerans wertvollstes Kleinod zu erbeuten. Charybdorots Splitter. Er verlässt die sicheren Hallen Denas und wird im Geheimen nach Hulat getragen, wo er in 20 Tagen der Nabel eines Rituals zu Ehren der unbarmherzigen Ersäuferin sein wird. Niemals wieder wird das Artefakt derart ungeschützt sein. Das Korn ist reif, es muss nur geerntet werden. Seid am Insanktum von Rulat, der bodenlosen Grube an der Nordostspitze der Insel. Wenn Amrichots Tagesherrscher ist, der Delfin von Leftan durchkreuzt wird und Yonah-Ho und Ul'Chul'Chu hinter den Sternen stehen, kommt eure Gelegenheit. Dies ist keine Hinterlist. Sendet eure Speer aus und ihr werdet sehen, dass das Unheiligtum einsam wie immer in der Brandung liegt. Entschreibt euch, keine Freundin, aber doch eine Zweckverbündete.